Hallihallo, meine lieben Freunde, und willkommen hier bei Mass Effect 2. Moment, 2? Nein, Mass Effect 3. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei Mass Effect 1 und 2 endlich durch und sind jetzt bei Mass Effect 3, dem letzten Titel dieser Trilogie, angekommen. Und, oh Gott, ich freue mich schon so dermaßen auf dieses Spiel. Ich habe es seit dem Release-Tag bei mir zu Hause rumfliegen in der Collector's Edition und ich habe es bis jetzt nicht einmal geschafft, es zu spielen. Schweigeminute. Naja, das Spiel ist jetzt schon gut 2, 3 Jahre draußen, glaube ich. Und ich habe es nicht einmal geschafft zu spielen. Das Gute davon ist allerdings, dass wir jetzt endlich alle DLCs haben. Ich werde es vorerst ohne den Final Extended Cut spielen. Ich werde erstmal gucken, wie das Ende so aussieht. Und dann später nochmal das Ende mit dem Cut sehen, um einfach mal zu gucken, was wirklich so passiert. Ja, was habe ich mir noch so alles erhofft? Ich hoffe mir Großes von diesem Spiel. Das ist wesentlich besser als Mass Effect 2, ist wesentlich besser. Und natürlich Mass Effect 1 zu übertreffen wäre natürlich traumhaft. Aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird, weil ich den Multiplayer schon mal ein bisschen gespielt hatte. So ein paar Stunden. Aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt einfach mal ein Abenteuer. Ich erlebe jetzt mit euch diesen epischen Moment von Mass Effect 3. Das wird ein komplettes Blind Let's Play von mir, weil das wirklich das Spiel ist, was ich noch nicht gespielt habe. Und verbinden mit EA Servern. Nicht besser wie bei Mass Effect 2. Na gut. So. Aber da sieht man, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Es ist wieder alles auf 50% zurückgefallen. Wenn man im Multiplayer spielt, dann kann man das alles hochpitchen. Ich hatte es, glaube ich, schon auf 100% gehabt mal. Naja. Und da fangen wir natürlich neue Spieler an, natürlich mit unserem Irak Shepard. Letztes Mal erstellt am 9.8.2013. Uiuiuiui, das ist schon ein bisschen her, ne? Moment, habe ich da nicht schon längst Mass Effect 1 fertig Let's Play gehabt? Na egal. Wir wählen den einfach mal aus. Der letzte Spielstand, 19 Uhr am 18.03. Das war vor, heute haben wir den 25. Vor einer Woche war es genau. Ui, 71 Stunden Spielzeit hatten wir da. Na gut, ich habe wahrscheinlich viel rumgeeidelt. Rachni gerettet, Kaidan Alenko auf Würmeier gerettet, Entscheidung gegen Rat zu retten, Milins Daten bewahrt, Rex Würmeier am Leben gehalten, Entscheidung, die Gate Heretics umzuschreiben, Kollektorenbasis zerstört, 12 Crewmitglieder haben den Selbstmordeinsatz überlebt, alle sozusagen. Hatte Romanze mit Liara von Massive. Nein, wir hatten nicht mit Liara, wir hatten mit Tali. Ah, okay, hatte Romanze mit von vor Mass Effect 2. Ah! Falsch gelesen. Shepard hat eine Romanze mit Tali. Das klingt doch gut. Ja, würde ich mal sagen, nehmen wir gleich mal den glatt 19er Safe hier, ne? Den importieren wir natürlich. Und, oh, neuer Ladebildschirm. Awesome. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Okay. Die Frisur passt mir mal gar nicht. Die sieht ja mal komplett anders aus. Ich hoffe auch, dass das mit dem Sound und so weiter passt. Ich habe einmal kurz ein bisschen geändert gehabt, aber wo sind hier Haare? Da ist Haare. Moment, die Frisur. Ist das auch die Konrad-Frisur? Frisur? Ne, die wollen wir nicht. Wir gehen einfach mal nach ganz rechts. Ja. Wir könnten den Bürstenschnitt nehmen. Diese Standardfrisur hier, die wir uns zugeschrieben wurde, die passt mir hier mal gar nicht. Die passt wäre. Oh, was ist das denn? Spring zurück. Wir können doch einfach die Frisur nehmen. Charaktererstellung, erste Folge, wenn man es weg 3, wir lassen uns Zeit, wir lassen Zeit, wir lassen alles auf uns wirken. Minimal verbesserte Grafik, so wie ich das sehe. Also Großgrafik-Upgrade gab es nicht. Oh, komm, oder wir benutzen einfach den Standard Shepard. Ich will jetzt nicht groß. Wir nehmen unser importiertes Gesicht. Wir haben natürlich wieder keine Namen. Die wurden komischerweise aus Mass Effect 2 rausgepatcht. Egal. So, wir nehmen wieder unseren Soldaten. Soldaten sind die Kampfspezialisten. Niemand ist härter oder besser geeignet, wenn es darum geht, Feinde mit Schusswaffen zu erledigen. Sie haben ein umfassendes Waffenausbildung und können jede Art Spezialmunition sowie Granaten verwenden. Hochrangige Agenten sind mit Okular-Synapsen Prozessoren ausgerüstet, die beim Konzentrieren auf Ziele eine tödliche Präzision ermöglichen. Adrenalinstoß, Betäubungsschuss, Splittergranate, Brandmunition, Disruptormunition, Kryomunition. Ist eigentlich alles das, was sie auch aus Mass Effect 2 kennen. Ja, Irak Shepard, auf der Erde geboren, Kriegsheld, Soldat, das passt soweit alles.
Sie können keine Veränderung vornehmen? Ja, natürlich, wir sind sicher. Electronic Arts präsentiert. Oh, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Ah! Eine BioWare Production. Jetzt guckt euch das Intro, was man eigentlich auch vom Trailer erkennt. Was ich damals schon so oft geguckt habe, oder? Nee. Wie schlimm ist es? Das ist ein anderes. Ziemlich. Wir haben soeben den Kontakt zu zwei Außenposten verloren. Die Langstreckenscanner melden etwas Riesiges. Hat uns Shepard davor gewarnt? Ich wette mein Leben darauf. Gab es das Video in der Demo schon? Ich glaube, es gab es in der Demo. Nicht viel. Die Flotten haben Befehl zur Mobilisierung. Hätten sie mal auf uns gehört. Gott helfe uns allen. Wolltet ihr nicht hören. Ha, seht ihr, was ihr davon habt. Im Jahre 2157 entdeckte die Menschheit, dass sie nicht allein im Universum war. 30 Jahre später nahm sie einen friedlichen Platz unter Dutzend anderen Galaxien galaktischer Spezies ein. Aber über die idyllische Zukunft liegt finsteren Schatten, eine dunkle Vergangenheit. Die Reaper. Eine Spezies von intelligenten Maschinen, die alle 50.000 Jahre sämtliches organisches Wesen in der Galaxie vernichtet. Verdammt, das ist viel zu schnell. Ja, na gut, ihr könnt es ja nachlesen. Ich wollte es jetzt ein bisschen in Szene setzen, aber ich wollte nicht auch wie sonst immer über meine eigene Stimme, über meine eigene Zunge stolpern. Das passiert mir oft, wenn ich was vorlese. Ach so, ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Das Kind. Vermutlich auf der Erde. Nein, es war so auf der Erde, glaube ich. Oh Gott, sind wir alt geworden. Ich bin zu alt für diesen Job. Commander, Sie sollen mich doch nicht mehr so nennen, James. Und salutieren soll ich auch nicht. Wir müssen gehen. Das Verteidigungskomitee will Sie sehen. Klingt wichtig. Auf geht's. Was ist denn los? Haben Sie nicht gesagt. Nur, dass Sie gebraucht werden. Sofort. Anderson! Andrew? Sie sehen gut aus, Shepard. Vielleicht ein bisschen rund. Wie geht's Ihnen, seit Sie suspendiert wurden? Naja, wenn man sich erstmal an gutes Essen und weiche Betten gewöhnt hat. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier vor? Warum haben es alle so eilig? Admiral Hackett mobilisiert die Flotten. Das Allianz-Oberkommando weiß es inzwischen. Da kommt was Großes auf uns zu. Die Reaper? Wissen wir nicht. Nicht sicher. Was soll's denn sonst sein? Wenn ich das wüsste. Okay, unsere erste Dialogoption. Oh, da sieht man mal wieder, unser Shepard ist mal ein bisschen. Hat immer noch dieselbe Stimme. Oh, da sind so ein bisschen Ähnlichkeiten zu unserem vorherigen Charakter, erkennt man wieder. Ein bisschen bessere Grafik als auf jeden Fall. Und ich hoffe mal echt, dass der Sound jetzt nicht zu leise ist. Es ist irgendwie so ein Mysterium von Mass Effect. Bei Mass Effect 2 hatte ich auch den Sound schon auf Maximum gedreht und es war teilweise so leise. Und ich hoffe mal, ich höre es momentan selbst ein bisschen leise auf Kopfhörern. Also, lass uns überraschen. Wir hätten uns besser vorbereiten sollen. Ich weiß das durchaus. Ihr hättet auf uns hören sollen. Wenn sie es sind, sind wir nicht bereit. Bei weitem nicht. Sagen Sie das dem Verteidigungskomitee. Wenn wir die Reaper nicht totquatschen wollen, ist das Komitee Zeitverschwendung. Sie haben nur Angst. Keiner hat gesehen, was Sie gesehen haben. Sie sind einem Reaper begegnet, haben mit einem gesprochen und ihn gesprengt. Yes! Sie wissen, wie Sie uns ernten und was Sie mit uns vorhaben. Niemand kennt diesen Feind besser als Sie. Bekam ich deshalb Arrest? Noch dazu ohne Schiff? Sie wissen, dass es nicht so ist. Als Sie das Batayana-Portal gesprengt haben, starten hunderttausende Batayana durch unsere Hintertür marschiert. Ich weiß das, Shepard. Das Komitee auch. Andernfalls hätte man Ihnen den Prozess gemacht und Sie in einer Zelle verrotten lassen. Sie waren auf meiner Seite. Ja, ich vertraue Ihnen, Shepard. Und das Komitee auch. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Keine das Politik. Sollen Sie auch nicht sein. Ich will nur, dass Sie alles Menschenmögliche tun, um die Reaper aufzuhalten. Ja, da waren sie bisher auch so ein bisschen besser gegenüber. Sie werden beide erwartet, Admiral. Jetzt werden wir für das Gute, für das Richtige werden wir jetzt auch noch bestraft, oder wie? Viel Glück da drin, Shepard. Wie hieß der Typ nochmal? Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Shepard? Kaida. Was, das war Kaida? Was ist gelaufen, Major? Was zur Hölle? Das sieht ja komplett anders aus. Schwer zu sagen. Ich warte jetzt auf Befehle. Major? Wussten Sie es nicht? Nein, ich bin momentan schlecht informiert. Das tut mir leid, Sir. Es war nicht meine Absicht.
Sir, yes, Sir. Ich weiß gar nicht, ob der Major höher ist als unser Commander. Jetzt keine Ahnung. Sie hatten sicher Ihre Gründe. Ja, vermutlich. Freut mich trotzdem, Sie zu sehen. Admiral? Auf einmal freut es ihn. Vorher hat er uns auch angemault, als wir ihn auf Freedom's Progress getroffen haben. Jetzt kann er wieder lachen. Sie kennen den Commander? Früher mal. Keldan hat sich verändert. Unglaublich. Admiral Anderson, Shepard. Wie ist die Lage? Das wollten wir von Ihnen hören. Sowas wie diese Berichte haben wir noch nie gesehen. Wir haben den Kontakt mit den Kolonien und allem jenseits des Zollportals verloren. Was es auch ist, es muss unfassbar mächtig sein. Ich soll doch nur bestätigen, was Sie bereits wissen. Die Reaper sind da. Großgetümmel. Gemurmel. Und wie halten wir sie auf? Zu spät. Aufhalten? Vergessen Sie Strategie und Taktik. Hier geht's ums Überleben. Die Reaper sind höher entwickelt als wir. Mächtiger, intelligenter. Sie fürchten uns nicht und werden niemals Mitleid mit uns haben. Aber es muss einen Weg geben. Ja, überleben. Wir halten zusammen. Wenn wir eine Chance haben wollen, das zu überleben, müssen wir zusammenhalten. Mehr nicht? Das ist der Plan? Luna-Basis-Kontakt abgebrochen, Admiral. Oh mein Gott. So nah können Sie noch nicht sein. Wie umgingen Sie unsere Verteidigung? Großbritannien hat Sichtkontakt, Sir. Oh shit. Oha. Ja, das sind die Reaper, so kennen wir sie. Oh Mann, und ihr wolltet nicht auf uns hören, ihr Narren, ihr Narren. Ja, jetzt nehmen sie die ganze Erde auseinander, würde ich mal sagen. Gibt's irgendwas von Admiral Hackett? Was sollen wir tun? Das einzig Mögliche. Wir kämpfen oder wir sterben. Wir sollten zur Normandy. Sie sind hier. Sie sind hier. Lauft. Ja, genau. Geht noch zum Fenster und guckt. So habe ich mir den Diensteintritt nicht vorgestellt. Gleich einen aufs Maul kriegen hier. Uiuiuiuiui. Oh, mein Schädel. Shepard! Shepard! Los, stehen Sie auf! Ich glaube, das war's mit dem Komitee, ne? Ich glaube, unsere Strafe von wegen 100.000 Materialer vernichtet zu haben, hat sich damit auch erstmal erledigt. Ist da noch irgendjemand? Major Alenko, sehen Sie das? Wie ist Ihr Status? Ich kann die Normandy nicht erreichen. Sie müssen sie kontaktieren. Wir treffen uns bei der Landezone. Anderson, Ende. Sie sind riesig. Wie viel Zeit verbleibt uns wohl? Tage? Wochen? Ein Monat maximal? Sie sind gewaltig. V-Drücken, um Einsatzziele anzuzeigen. Ach, das brauchen wir nicht. Das haben wir bis jetzt in Mass Effect 2 auch nie gebraucht. In Mass Effect 1. Fast geschafft. 50%. Codex Kaida und Alenko. Ui, wir kriegen lauter Codex-Einträge und so weiter. Shift wird immer noch. Ui. David Anderson. Warte, der war doch beim Rad. Warum ist er denn jetzt hier auf der Erde? Ich meine. Wer ist er da? Oh, da war ein Loch. Kann ich jetzt? Ah! Fast wäre ich da runtergekommen. Ey, da läuft einer.
Das ist Hass. Nichts passiert. Okay, weiter geht's. Laufen! Oculus. Rift? Nein. Nur Oculus. Nur diese Dingensteile da. Die wir auch noch aus Mass Effect 2 kennen, ne? Ich muss ein bisschen noch forschen hier. Guckt euch mal diese Lupe an, ey. M3 Predator 1 freigeschaltet. Ich hätte doch so weit vorausgespielt, dass ich jetzt die ganzen Sachen hier kriege. Sieht sicher aus. Gehen wir. Ja, so das. Vielleicht schießt sich jetzt Anderson endlich mal unserer Crew an. Shepard hört auch mit. Wir haben die Normandie fast erreicht. Lieutenant Vega ist bei mir, aber wir liegen unter schwerem Beschuss. Wann werden Sie eintreffen? Spalt, bald. Husks! Schalten Sie sie aus! Was? Wo? Wo sind Husks? Da? Ne, das ist kein Husk, das ist das Kind. Ach, da. Ah, Attacke! Ah. Ich glaube, ich habe übrigens wieder Wahnsinn gestellt. Das musst du eigentlich... Das können wir mal... Ui, ui. Schönes Option. Gummiply. Wahnsinn. Ja, das sollte würdig sein für den Anfang. Ich werde da so oft verrecken, weil ich das Spiel nicht kenne, aber hey! Das ist episch. Wir müssen das Spiel so möglichst lange in die... Wir müssen das Spiel in die Länge ziehen. Keine Muni mehr. Oh... Verdammt! Attack! Charge! Oh ja, ui, die Omni-Klinge. Stimmt, die gab's ja jetzt hier. Wow. Spring! Oh, okay. Reaper sind böse. Okay. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Medikit. Sehr gut. 300 Erfahrungspunkte nur? Gibt kein Geld mehr? Vorsicht! Womit ach, damit schlage ich. Hey, ich will dich kaputt. Ich kann dich nicht kaputt hauen. So. Noch ein Stück näher. So. Ja. Das Spiel damit nicht gerechnet? Ah, okay, doch. Sollte es sogar machen. Ich wollte eigentlich noch mal gucken, ob ich beim Lüftungsschacht irgendwas machen kann. Ja. Ach, ich will wirklich zurück. Ah, wusste ich doch, dass irgendwas mit dem Lüftungsschacht war, auf jeden Fall. Hey. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich kann mich an einige Sachen aus der Demo noch gerade so erinnern. Es ist okay. Alles ist okay. Alle sterben. Komm. Komm her. Ich bring dich an einen sicheren Ort. Nimm meine Hand. Sie können mir nicht helfen. Shepard! Hierher! Was? Nicht im Grad. Okay. Wie auch immer. Weiter geht's, wir müssen ja weg. Ach, hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Anderson wird aktiv. Jede Minute, die diese Maschinen hier sind, sterben Tausende von Unschuldigen. Ja, hättet ihr mal auf uns gehört. Es ist schwer genug, Krieg zu führen, aber viel schlimmer ist die Erkenntnis, dass man versuchen kann, was man will. Man wird niemals alle retten. Völlig richtig. Völlig richtig. Einfach so rausgehauen. Ja, natürlich. Plötzlich. Ich dachte, wir würden mehr Zeit haben. Wir wussten, dass sie kommen. Und trotzdem haben sie unsere Verteidigung einfach durchbrochen. Wir müssen zur Citadel mit dem Rat reden. Zur Citadel? Der Kampf findet hier statt. Bald wird er überall sein. Sie haben es selbst gesagt. Die Reaper vernichten alles, wenn wir sie nicht aufhalten. Oh ja. Die hätten auf uns hören sollen. Sind Sie da sicher? Nein, Sie sind ein Spekter des Rats. Das muss doch etwas zählen. Irgendwie ist jetzt schon viel zu viel Cutscene. Wo bleibt das Spiel? Die ganze Action passiert in der Cutscene, habe ich das Gefühl. Ja, sehr gut, das mache ich auch gleich, aber das wäre es erstmal mit uns hier, also von mir erstmal mit der ersten Folge von Mass Effect 3. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Danke fürs Einschalten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Mass Effect 2 mit mir in dem Punkt. Tschüssi.